Viele bezweifeln, dass man überhaupt mit dem Elektroauto in den Sommerurlaub fahren kann. Wir haben die Reichweite begrenzt, wir haben nur an öffentlichen Ladesäulen geladen und wir sind trotzdem problemlos angekommen. Aber es gibt noch einiges an Verbesserungspotenzial. Und wie reibungslos Elektromobilität funktionieren kann, was noch getan werden muss, das zeigen wir euch heute in unserem Video am Beispiel unserer Rückreise von der französischen Schweiz nach Berlin. In unserem Video mit dem Elektroauto in den Sommerurlaub, geht das überhaupt, haben wir gezeigt, dass man mit dem Elektroauto durchaus in den Sommerurlaub fahren kann, selbst wenn man die Reichweite auf unter 400 Kilometer begrenzt und nur an öffentlichen Ladesäulen lädt. Wenn ihr wissen wollt, wie das funktioniert hat, dann schaut euch doch einfach das hier verlinkte Video an. Unsere Urlaubsreise hat uns in die französische Schweiz geführt. Die Natur hier ist atemberaubend schön, aber zerbrechlich. Die größte Bedrohung geht dabei von der Klimakrise aus. Die Gletscher zeigen uns die massiven Veränderungen. In den letzten 40 Jahren sind die Alpengletscher um ein Drittel geschrumpft. Stoppen wir die Klimakrise nicht, könnten die Naturwunder bis zum Ende des Jahrhunderts ganz verschwunden sein. Das hat dann auch dramatische Auswirkungen auf viele Flüsse und auch die Trinkwasserversorgung in großen Teilen Europas. In Deutschland verursacht der Verkehr rund ein Sechstel der Kohlendioxidemissionen. Und diese sind seit 1990 nicht zurückgegangen. Wollen wir die Klimakrise stoppen, gibt es nur eine Lösung. Wir brauchen weniger Autos und diese dürfen in 15 Jahren ausschließlich elektrisch unterwegs sein und nur noch mit erneuerbaren Energien geladen werden. Unsere Hinfahrt hat gezeigt, dass die Elektromobilität bereits heute unabhängig von der Automarke funktioniert. Aber gerade bei Ladekarten oder Tarifen gibt es noch einiges an Verbesserungspotenzial. Preise von 59 oder gar 79 Cent pro Kilowattstunde, das sind keine Preise, mit denen man die Elektromobilität nach vorne bringt. Erst wenn der Preis unter 40 Cent pro Kilowattstunde liegt, dann ist das Elektroauto spürbar preiswerter unterwegs als ein vergleichbarer Verbrenner. Das kann man schaffen, aber um das zu erreichen, muss man sich mit dem Ladekarten-Chaos auseinandersetzen. Das möchte niemand und deswegen brauchen wir eine gute Verkehrs- und Klimapolitik, die das am Ende regelt. Schade, dass wir das in Deutschland noch nicht haben. Hey Jake. Ja, Elwood? Warum sind die eigentlich nicht im Namen des Herrn unterwegs? Auf unserer Rückfahrt mit unserem Tesla nach Berlin zeigen wir euch, wo heute schon die Elektromobilität optimal funktioniert und wo es noch Verbesserungspotenzial gibt. Und wir machen auf dem Rückweg auch einige Zwischenstationen. Das hat aber nichts mit Elektromobilität zu tun, sondern wir haben einfach keine Lust, 1300 Kilometer am Stück zu fahren. Von der französischen Schweiz führt uns unsere erste Etappe nach Colmar im Elsass. Von dort aus geht es nach Mainz, wo wir einige Tage Verwandte und Freunde besuchen. Von Mainz aus fahren wir dann direkt nach Berlin, wo dann leider unser Urlaub zu Ende ist. Hier in der Schweiz hat uns im Kanton Wallis fasziniert, dass es in vielen Bergdörfern Ladestationen gibt. Hier muss niemand Angst vor einer leeren Batterie haben. Wesentlich eleganter wäre es, wenn man das Elektroauto direkt am Ferienhaus aufladen und dann losfahren kann. Hat man einen Parkplatz direkt vor dem Ferienhaus, dann lässt sich das Ganze mit der normalen Steckdose realisieren und nachladen. Noch eleganter wäre es natürlich, wenn jedes Ferienhaus und Ferienwohnung auch eine Wallbox zum Nachladen hat. Den Unterschied zwischen einer Steckdose und einer Wallbox könnt ihr in dem Video "Wo sollen bloß all die Elektroautos laden?", was hier oben verlinkt ist, erfahren. Ja, und auf der Hinreise hatten wir auch einen Vermieter, der schon gesagt hat, dass er demnächst Wallboxen nachrüsten möchte, weil schon mehrere Feriengäste danach gefragt haben. Also nervt eure Vermieter, nämlich nur wenn hier Druck entsteht, dann wird sich auch etwas verändern. Auf der Hinfahrt haben wir auf das Laden an Tesla Superchargern verzichtet. Wir haben eine Challenge gemacht. Auf der Rückfahrt laden wir natürlich an Tesla Superchargern. Wir wollen ja zeigen, wie komfortabel das Fahren mit Elektroautos sein kann. Und wir nutzen die volle Funktionalität des Navigationssystems. Wir können hier erst einmal zeigen, wo Tesla Supercharger sind. Das heißt, wir haben hier die roten Punkte, die uns die Supercharger zeigen. Supercharger außerhalb unserer Reichweite sind blassrot dargestellt. Dann kann ich hier darstellen, welche Supercharger wie viele Ladeplätze haben und wie die derzeitige Auslastung ist. Und wenn ich nun unser endgültiges Ziel hier, Colmar, eingebe, dann berechnet das Navigationssystem den Weg, wie wir es auch von anderen Navis kennen, aber es berechnet auch ein, wo wir laden müssen und plant alles inklusive Ladestopps voll mit ein. Haben wir alles gepackt? Ich denke schon. Na dann auf nach Frankreich.
Im Gebirge zeigt sich erst richtig der Vorteil der Elektromobilität. Wir sind oben am Berg mit 372 Kilometer losgefahren, etwa 10 Kilometer bergab gefahren und haben nun eine Reichweite von 397 Kilometer. Das heißt, während bestenfalls beim Verbrennermotor die Bremsscheiben glühen, wird beim Elektroauto der Akku aufgeladen und es erhöht sich die Reichweite. Hier sind wir am ersten Tesla Supercharger in der Nähe von Basel. Der Magen hängt an den Schuhsohlen und wir brauchen eine Nachladung. Dann zeige ich mal, wie einfach das geht. Einfach einstecken und los. Ja. Kein Chaos mit Ladekarten, keine Probleme mit irgendwelchen Tarifen. Und wir haben hier noch einen fairen Tarif, ungefähr 28 Cent pro Kilowattstunde. So sollte es überall gehen. Der Wagen lädt schon. Liebe deutsche Hersteller, Audi, Daimler, BMW, wie ihr seht, warum bekommt ihr das nicht hin, es auch so einfach für die Elektromobilität zu machen? Ladung wären wir noch mit Ach und Krach nach Mainz gekommen. Da wir aber sowieso eine Frühstückspause machen möchten, werden wir jetzt noch mal nachladen. Und auch hier in Frankreich ist das relativ einfach. Wir nehmen einfach den Stecker hier raus, stecken ihn rein und das System erkennt unser Auto automatisch und fängt an zu laden. Ja, mit gut halb vollem Akku sind wir jetzt hier in Mainz angekommen und machen noch ein paar Tage Station bei der Verwandtschaft. Und da das Auto hier länger rumsteht, können wir es auch ganz bequem mit der Haushaltssteckdose aufladen. Und dass das dann etliche Stunden dauert, ist gar nicht so schlimm. Und wir können dann immer mit einem... Ups, da ist ja sogar mal was wirklich schief gegangen beim Laden. Das können wir so nicht lassen. Das machen wir nochmal. Und dass das dann am Ende etliche Stunden dauert, ist auch gar nicht so schlimm. Wir können dann immer mit einem vollen Akku zu Ausflügen starten und später dann auch zur Rückfahrt nach Berlin. Okay, dann wollen wir doch erstmal ein Zwischenfazit unserer Rückfahrt ziehen. Ja, wir haben zweimal am Tesla Supercharger geladen. Das eine Mal, um nicht mit den letzten Prozent Akkuladung am Ziel anzukommen. Denn wir haben ja die Dachbox oben auf dem Auto und die reduziert unsere Reichweite. Und unser Routenplaner berechnet das leider nicht mit ein. Ansonsten ist das Laden am Tesla Supercharger extrem komfortabel. Man hat kein Problem mit irgendwelchen Ladekarten. Man muss ja keine dranhalten. Das heißt, hier kann auch nichts schief gehen. Es kann auch hier nicht klemmen oder irgendwo stocken. Wir hatten zwar auf der Hinfahrt auch keinerlei Probleme. Da haben wir ja mit Ladekarten an anderen Schnellladesäulen geladen. Aber im Internet wird immer wieder berichtet, dass es solche Probleme geben kann. Der Preis ist ebenfalls sehr transparent und fair. Man zahlt überall in Deutschland 33 Cent pro Kilowattstunde. Man weiß es vorher. Und wenn man das versucht, auf einen Verbrauch eines Verbrennerautos umzurechnen, dann ist das etwas weniger als 1 Euro pro Liter Sprit, was wirklich ein sehr guter und fairer Preis ist. Und im Ausland sind die Preise ebenfalls transparent und fair, in der meisten sogar noch niedriger als in Deutschland. Man kann diese Preise auch mit Ladekarten von anderen Anbietern an Schnellladesäulen erreichen, doch das muss man vorher doch sehr stark planen und gut organisieren. Ja, es ist wirklich sehr bequem. Einfach reinstecken den Stecker und das Auto wird automatisch erkannt. Und hinterher wird dann mit der Kontoverbindung abgebucht, die man vorher hinterlegt hat. Möchte man die breite Masse für die Elektromobilität begeistern, dann sollten alle Automobilhersteller und Ladesäulenanbieter daran arbeiten, dass es überall so einfach und komfortabel wird. Ja, aber auch bei den Tesla Superchargern gibt es noch Verbesserungspotenzial. Ja, die älteren Tesla Supercharger sind etwas schwach auf der Brust. Wenn dort viele Autos gleichzeitig laden, wird die Ladeleistung reduziert und auf die Autos verteilt. Unser Tesla Model 3 kann mit 150 Kilowatt laden und das haben wir durchaus an den Ionity-Schnellladern auch schon erreicht. Dann ist das Auto in 20 bis 30 Minuten aufgeladen. Wird die Ladeleistung reduziert, dann kann es auch mal 45 bis 60 Minuten dauern und das ist doch dann schon etwas lange. Und genau das ist uns in Basel auch passiert. Die neueren Tesla Supercharger, die ab 2019 gebaut wurden, die sollen allen Autos die volle Ladeleistung bereitstellen. Das heißt, das Problem sollte sich mit der Zeit dann rauswachsen.
Interessant ist auch, dass man im Navi, aber im Supercharger vorher sehen kann, wie viele Ladeplätze noch frei sind. Das kann sich aber auch ganz schnell ändern. Als wir in Straßburg ankamen, waren wir fast alleine an den Ladesäulen. Und als wir nach einer halben Stunde nach dem Laden wieder losgefahren sind, waren alle Ladesäulen belegt. Während die Schnellladesäulen von anderen Anbietern meist an großen Autohöfen oder Rastplätzen sind, befinden sich die Supercharger irgendwo in der Pampa. Wenn man Glück hat, ist man dann noch auf einem Parkplatz eines großen Hotels. Ja, und in Basel hatten wir als Infrastruktur gerade mal eine Bank und einen Mülleimer. Ist ein Hotel in der Nähe, kann man dort dann auch mal die Toilette nutzen und spart sich die Sanifair-Gebühr an den Rastplätzen. Man kann dort auch einen Kaffee schlürfen. Eine Pommes kriegt man in der Regel dort aber nicht. Es ist nicht immer ganz einfach, die Tesla Supercharger zu finden. In Basel sind ganz viele Teslas vor der Einfahrt des Superchargers herumgeirrt, weil der Supercharger von der Straße aus nicht sichtbar war. Alles in allem kann man aber sagen, das Nachladen hat überall reibungslos geklappt. Das heißt, wir jammern hier auf extrem hohem Niveau. Das Fahren mit Elektroautos und das Nachladen ist heute allemal schon alltagstauglich. Aber es gibt immer noch irgendwas zu verbessern. Na gut, dann schauen wir mal, ob wir auf unserer Rückfahrt nach Berlin noch irgendwelche Überraschungen erleben. Aber jetzt genießen wir erstmal unseren Aufenthalt hier in Mainz. Es sind 620 Kilometer nach Berlin. Wir haben genug Strom in der Batterie. Ein halbes Päckchen vegane Schokolade, es ist dunkel und wir haben Sonnenbrillen auf. Tritt drauf. Wir fahren lieber tagsüber. Aber Sonnenbrillen sind doch auch cool. Dann los nach Berlin. Wir sind inzwischen gut 300 Kilometer von Mainz gefahren. Ja, die Klimaanlage und der Dachgepäckträger, die gehen ein bisschen auf die Reichweite. Die Batterie ist fast leer, aber nach 3 Stunden haben wir vor allen Dingen auch Hunger. Wir sind wieder auf einem Hotelparkplatz gelandet und wir haben diesmal als Infrastruktur nur einen Mülleimer. Es ist leider keine Bank da. Ja, 34 Grad sind hier draußen. 10 Tage am Stück sollen diese Temperaturen oberhalb von 30 Grad anhalten. Das kenne ich aus meiner Kindheit überhaupt nicht. Hier schlägt der Klimawandel zu. 34 Grad draußen ohne Infrastruktur, nicht toll für eine Pause. Und deswegen verlegen wir die Pause nach drinnen. Da haben wir wenigstens eine Klimaanlage. Werden da jetzt nicht einige Leute sagen, dass das ganz schön mutig ist, dass wir während dem Laden im Auto sitzen? Du meinst, das Auto könnte anfangen zu brennen oder zu explodieren. Ja, das sind die Leute, die sich brennbare und explosive Flüssigkeiten in den Fahrzeugtank schütten und dann denken, das Elektroauto wäre gefährlich. Das sind auch die Leute, die sich ein Handy in die Hosentasche stecken. Aber solange die Hose nicht anfängt zu brennen oder zu explodieren, wird auch beim Elektroauto nichts passieren. Das Elektroauto ist hier sehr, sehr sicher. Ich glaube, da braucht man wirklich keine Angst haben. Zu Hause zu sein und von Weimar nach Berlin hat die Akkuladung gut gereicht. Und hier zu Hause können wir das Auto wieder ganz bequem mit preiswertem Solarstrom aufladen. Und das ist dann etwa halb so teuer wie am Supercharger. Ja, wir haben etwa 60 Kilowattstunden an elektrischer Energie auf der Strecke von Weimar nach hierher verfahren. Möchte man das auf Benzin umrechnen, entspricht das etwa 6 Liter an Verbrennersprit und das auf 300 Kilometer. Ja, und das Vollladen hier kostet uns lächerliche 10 Euro. Das kann sich doch sehen lassen. Am Ende wollen wir Bilanz ziehen von unserer Urlaubsreise. Und das machen wir hier an der Baustelle der Tesla Gigafactory bei Berlin. Das liegt quasi bei uns zu Hause um die Ecke und passt super zum Thema. Insgesamt sind wir 3.300 Kilometer gefahren. Die Ladestopps waren auf der Hinreise durch uns geplant und auf der Rückreise durch das Navi. Und nirgendwo hatten wir Probleme mit dem Nachladen. Es gab genügend Ladesäulen, sowohl vom Kilometerabstand als auch von der Anzahl vor Ort. Nirgendwo mussten wir anstehen. Auf der Hinfahrt haben wir nur mit den Schnellladern geladen, auf der Rückfahrt dann nur mit den Superchargern. Unterwegs in der französischen Schweiz und auch in Mainz haben wir mit der ganz normalen Haushaltssteckdose geladen. Das Laden an den Tesla Superchargern ist technisch deutlich ausgereifter als an den normalen Schnellladesäulen.
Mir persönlich hat das Laden an den Schnellladern besser gefallen, denn wenn man eine halbe Stunde Pause macht, dann ist es schon ganz schön, wenn man ein bisschen Infrastruktur drumherum hat. Ob Tesla oder irgendeine andere Automarke, es ist heute gar kein Problem, mit dem Elektroauto in den Urlaub zu fahren. Das heißt, sowohl im Alltag als auch auf der großen Urlaubsfahrt kann das Elektroauto das Verbrennerauto heute schon voll und ganz ersetzen. Durch die Kaufprämie sind die neuen Elektroautos nicht mehr teurer als vergleichbare Benzin- und Dieselfahrzeuge. Und auch der Betrieb von Elektroautos ist preiswerter als beim Verbrennungsauto, wenn man es richtig macht. Wollen wir die Klimakrise stoppen, dürfen wir bereits heute sowieso schon keine Benzin- und Dieselautos mehr produzieren und kaufen. Außer unhaltbaren Vorurteilen gegen das Elektroauto gibt es aber heute gar keinen Grund mehr, noch ein neues Auto mit Verbrennermotor zu kaufen. Aber hier an der Baustelle der Tesla Gigafactory kann jeder erkennen, was für eine Materialschlacht die Herstellung eines Autos ist. Und da unterscheidet sich ein Elektroauto auch nur wenig vom Verbrenner. Einige regen sich auf, dass hier richtig viele Bäume gefällt wurden. Doch ohne die Elektromobilität haben wir überhaupt gar keine Chance, die Klimakrise zu stoppen. Dann hat der gesamte Wald hier sowieso wenig Chancen, in der jetzigen Form die nächsten Jahrzehnte zu überdauern. Das können wir schon heute an vielen Stellen wie hier an den verstörenden Bildern aus dem Harz sehen. Je nachdem, wie ein Elektroauto geladen wird, spart es über die gesamte Lebensdauer so zwischen 5 und 30 Tonnen an Kohlendioxid ein. Und noch mehr einsparen können wir, wenn wir unser Mobilitätsverhalten ändern. Wenn wir also mehr Fahrrad, mehr Bahn, mehr Bus fahren. Wollten alle Menschen auf der Welt genauso viel Auto fahren wie wir hier in Deutschland, dann bräuchten wir weltweit rund 3 Milliarden zusätzliche Autos. Und wir bräuchten dann auch noch hunderte zusätzlicher Fabriken wie hier. Und von den Rohstoffen, die wir der Erde noch zusätzlich abbringen müssten, wollen wir gar nicht erst reden. Und darum müssen wir auch hier in Deutschland die Zahl der Autos deutlich reduzieren. Fragt doch mal eure Wahlkreisabgeordneten, was sie für den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Fahrradwege unternehmen. Denn nur so können mehr Menschen aufs Auto verzichten. Und ohne Auto lässt sich auch richtig Geld sparen. Viele arbeiten einen kompletten Tag die Woche ausschließlich dafür, um ihr Auto zu finanzieren und denken darüber gar nicht nach. Wenn es bei euch ohne Auto definitiv nicht geht, dann um Himmels Willen kauft euch keinen Neuwagen mehr mit Benzin- und Dieselmotor. Denn wenn noch mehr Menschen verstanden haben, wie komfortabel heute schon Elektromobilität funktioniert und wie viel Spaß es macht, mit so einem Elektroauto durch die Gegend zu fahren, dann wird es für euch auch immer schwieriger werden, euren Verbrenner gebraucht zu verkaufen. Ja, egal wie die nächste Bundesregierung aussieht, an schärferen Klimaschutzmaßnahmen wird sie nicht vorbeikommen, denn der Klimaschutz in Deutschland, der funktioniert derzeit überhaupt nicht. Und deswegen ist es komplett unrealistisch, dass das Benzin- und Dieselauto in Deutschland noch eine große Zukunft hat. Wir haben den Umstieg auf die Elektromobilität keine Minute bereut. Trotzdem geht unsere nächste Reise an den Bodensee mit der Bahn. Das ist besser fürs Klima und für uns entspannter. Und wir wollen trotz unseres Teslas einen Beitrag dazu leisten, dass in Deutschland immer weniger Autos unterwegs sind. Halt! Nicht wegklicken! Das Beste kommt ja bekanntlich zum Schluss. Und ihr könnt in der Zwischenzeit schon mal das Video liken, den Kanal abonnieren und die Glocke setzen. Nämlich dann sehen wir uns wieder hier genau auf diesem Kanal. Aber zum Glück rauschen wir ja nicht die ganze Strecke durch. Nee. Das hat aber nicht jeder einen Tesla, oder? Man kann mit dem Auto vielleicht einkaufen oder einkaufen. Viele glauben, das Elektroauto eignet sich nur als Zweitwagen zum Einkaufen oder bestenfalls noch zur Fahrt zum Briefkasten. Aber als vollwertiges Fahrzeug. Interessant ist auch, dass... Nein, du guckst zu mir bitte. Okay. Sonst stehe ich immer so blöd neben dir. Ja, mein Schatz. Ja, mit gut Fahr... Also, was beim Tesla... Es sind 620 Kilometer nach Berlin. Geht's jetzt weiter? Und reduziert und... So, jetzt gehst du bitte zum Laptop und übst nochmal. Ja, hier sind wir an unserem ersten Tesla Supercharger in der Nähe von Basel. Ich sehe das nicht. Ich hab wir haben beide unsere Brillen nicht auf. Nee, vor allem ich sehe dich gar nicht. Die Brille ist so dunkel, dass ich nichts sehe. Test, 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 test. Test, 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 test. Test. Dies ist ein Test.